ersten 38 nicht mal 38 Tagen nicht mehr aufgenommen. Brief bekommen in dem Spiel. Was für ein Spiel? Was ist so witzig? Why? Müsstest du das jetzt nicht laut vorlesen, den Brief, den du bekommen hast? Ich hab einen Brief bekommen. Ach so. Ich hab einen Brief bekommen. Dann schauen wir doch mal nach. Ich hab auf jeden Fall Lex. Ich hab einen Brief bekommen. Nein, that's not good. Ender Letter. Ich setze mich mal in mein nicht vorhandenes Wohnzimmer. Ein Brief bekommen. Einladung von Cordmore. Moment. Ich muss erstmal mein Inventar leer machen, sonst kann ich den nicht angucken. Oh Gott. Erstmal abräumen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Mein ME-System ist voll. So. Hier, Einladung. Sehr geehrte Herr Mein Media. Es freut uns, Cordmore Enterprise und die Cordmore Politics GmbH Sie herzlich zu unserer neuen Viaduct-Strecke anzuladen. Mit einer Gesamtlänge von fast 14 Kilometern ist die... Ich bin müde. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Es freut uns, Cordmore Enterprise und die Cordmore Politics GmbH, Sie herzlich zu unserer neuen Viaduct-Strecke einzuladen. Mit einer Gesamtlänge von fast 14 Kilometern ist sie die längste jemals errichtete Strecke. Fertigstellung hat vollständig Cordmore Enterprise übernommen. Die Kosten und den Auftrag hat die Firma Politics gestellt. Es freut uns sehr, diese am heutigen Tage fertiggestellt zu haben und Sie als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Kommen Sie einfach zum Anwesen von Dr. Cordmore. Dieser wird sich freuen, Ihnen die Einzelheiten der neuen Strecke zu erläutern. Mit freundlichen Grüßen, Cordmore Enterprise und die Cordmore Politics GmbH. Mit dem Erhalt dieses Briefes stimmen Sie automatisch den Beförderungsbedingungen zu. Cordmore Enterprise übernimmt keine Haftung für Schäden. Durch die Nutzung der Strecke kann es zu folgenden Nebenwirkungen kommen. Plötzliches Schwindelgefühl, Verlust des Geschmacks, Langeweile, Kontrollverlust, Angstzuständig, Platzverweis, Verlust der Items, Verletzungen leichter Art, Attacken durch Monster, Spinnenbisse, Verbrennungen, Feststecke und in many cases Death. Durch die Existenz dieser Strecke muss der Wetteinsatz eingelöst werden. Das habe ich mir überlesen. Nein. Ja, Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Eine Viaduct-Strecke über 14.000 von enormem Ausmaß. In der Hoffnung, dass sie funktioniert. Wir haben die beide noch nicht getestet. Nee. Ich habe Angst. Ich habe aus vertraulichen Quellen gerade erfahren, dass... nicht mal ein Ziel angezeigt wird. Doch. Gute Grundbedingungen. Ich muss hier nochmal eben den Schnee schütten, sonst kann ich gar nicht zu dir gehen. I want to see that. Ich will mal dein Auto aus deiner Tiefgarage mit. Ah, du Scheiße. Das Auto steht nicht in der Tiefgarage. What the fucking hell? Das ist gerade, das tut gerade nichts zur Sache. Ich komme nicht aus meinem Auto raus. Okay.
Es leckt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Schön auf dem Parkplatz der Cosmopolitics GmbH parken. Oh, hier steht schon ein Auto. Den Motor angelassen. Ich habe Angst, was mich erwartet, ehrlich gesagt. Ding dong. Grüß Gott. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Nehmen Sie ihn. Kommen Sie rein. Okay. Atmen Sie nicht tief durch, ist gefährlich. Ja. ich kann das Ding ernst. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Korten. Feuerdaktstrecke gehört. Ja, das ist die längste Feuerdaktstrecke, die jemals errichtet wurde. Länger als die damalige. What the fucking hell? Länger als. Kommst du doch mal mit. Länger als die vor ein paar Jahren zu Dragonflies Insel. Sitz? Mitkommen. Mitkommen! Mitkommen! He thick boy! Ich zeige Ihnen erstmal, was wir in den letzten Tagen geschaffen haben. Hier unten mit unserem Autocrafting und der kompletten Automatisierung der Quarry. Und braucht Durst. Ich würde den Tee nicht trinken, wir haben noch was zum Anstoßen. Ah ja, hier hinten ist übrigens nichts, falls Sie sich das mal angucken wollen. Hier ist... Na! So, kommen Sie doch mal her. Wir stoßen jetzt mal auf die neue Strecke an. Moment. Eine ganze Flasche Rum weg. Übel. Moment. Ah. Ja, um Ihnen kurz was zu sagen, hier geht's der Viaduct-Strecke los. Es sind fast 14 Kilometer. Ich kann Ihnen genau sagen, der Wegpunkt ist 13 Kilometer und 740 Meter entfernt. Die Strecke wird auf Höhe 11 stattfinden und ich hoffe einfach, dass alles funktioniert. Wenn nicht, haben wir nämlich ein Problem. In jedem Fall übernehme ich keine Haftung und Sie dürfen zuerst. Ich darf zuerst. Okay, ist mir eine Ehre. Steht bei dir was? Ist es jetzt schon soweit? Ja, es ist jetzt soweit. Okay, dann sage ich. Cosmopolitics. Go. In 3, 2, 1, go. Charging. Start ich. Da. Jetzt. Ich hab Angst. Ich glaube, dieser Server kommt nicht hinterher. Weiß ich nicht, du lädst mich gerade vor. Und doch sieht's gut aus. Ich meine, die Welt war ja schon mal geladen, also so verkehrt kann es gar nicht sein. Es ist gerade geil. Ich habe mir vorab sagen lassen, dass wir durch wie viele Dungeons durchfahren werden? 4, 5. 5? Bei dir müsste jetzt gleich das erste kommen. Ich habe gerade Copper Ore eingesammelt. Und in der Mitte von der Strecke. Möglichen Scheiß ein. In der Mitte von der Strecke gibt's was sehr Interessantes. Ich hoffe, dass das rüberkommt. Du wirst, glaube ich, nicht merken bei den Geschwindigkeiten, wenn du durch eine Festung fährst. Ich stehe gerade. Jetzt nicht mehr. Oh, das ist gerade sehr angenehm. Oh, das ist echt gruselig. Ah, was war das? Ah, Redstone. Schön, wenn das immer teilweise beleuchtet ist. Lava. Du siehst ja auf der Minimap vielleicht sogar, wenn da eine Dings kommt, eine Festung.
Ich sehe die Minimap noch gar nicht. Ja, jetzt ist eine Festung hier mit dem gerade. Bah. Boah, das ist die krasseste Glocke gewesen. Wir sind übrigens gerade bei 1200 ewig. Blöcken. Das dauert ewig. Wir fahren hier gerade mit 20 Blöcken die Sekunde und bei mir ist jetzt ein Standbild. Ja, bei mir auch. Ich habe echt alles losgelassen. Ich habe echt Angst, irgendwas zu drücken. Ich sitze hier gerade einfach nichtssagend. Es ist sehr entspannt. Es ist sehr entspannt. Ja, erzähl doch mal. Wie bist du dazu gekommen, 14.000 Blöcke Wiredark zu verlegen? Tatsächlich kann ich dir jetzt auch sagen, wo das Ganze hinführt. Und zwar muss man ja einen Punkt schaffen, an dem man carbonlos wird, was eine Quarry aufsammelt. Im großen Stil. Das will man ja nicht gerade vor seiner Haustür haben, sondern ein paar Kilometer entfernt. Dementsprechend sich Cortmopolitics GmbH dazu entschlossen, das Ganze entfernt zu machen. Und dann gab es da noch die glorreiche Wette, man könnte doch mal eine Viaduktstrecke von 14 Kilometern. Du bist gerade durch die zweite Festung gefahren, vielleicht hast du das gemerkt. Ich hab's gerade mitbekommen. Ja, es ist gruselig, wenn man da in den Spinnen steht. Nehme ich keine Haftung für übrigens. Nee, und du wirst dann gleich sehen. Ah, das ist die dritte Festung. Das ist gerade sehr beeindruckend. Tatsächlich, den Bau habe ich mir relativ einfach gemacht. Es gibt eine Spitzhacke, die einmal zwei Blöcke abbaut. Habe ich so bei 5000 Blöcken erfahren, damit den Rest abgebaut. Hat es deutlich vereinfacht und deutlich beschleunigt. Dennoch habe ich dafür ganze 2,5 Tage gebraucht, diese Strecke zu graben, per Hand. Krass gerade. Und es funktioniert besser, als ich dachte. Und du müsstest jetzt... Na, sind erst bei knapp 3.500 Blöcken von 14.000. Bei der Hälfte ungefähr müsste etwas kommen, wo ich hoffe, dass der Server das schafft. Und ich hoffe, dass es rüberkommt. Bei interessanten Punkten normale Viaducts verlegen können, dass das kurz laden muss, dass man das genießen kann. Ja, ich habe mir tatsächlich schon überlegt, die nächste Strecke, die Cortmore Enterprise schaffen wird, wird überirdisch sein. Und vielleicht ein bisschen die Schönheit der Natur aufzeigen. Mit Wee-Wee-Loopings und so. Ja, das ist schwierig in Viaducts. Weil die ja nur rechte Winkel machen können. Ja, reicht doch. Es ist echt krass. Ich weiß nicht, wie lange fahren wir jetzt hier schon. Ich will's nicht wissen. Sind erst bei 4.500 Blöcken. Sitzen drin. Ja, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ja, wir haben auch noch ein paar tausend Blöcke vor uns. Ja. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Die Hälfte ist tatsächlich, also wie gesagt, die Hälfte ist sehr erkennbar tatsächlich. Ein bisschen, um so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass man es bald geschafft haben könnte. Es hat schon ein bisschen was von Hypnose in dieses Viaduct reinzugucken. Wenn man sich auf die Mitte fixiert, ist das sehr unangenehm. Es ist halt krass, wenn ich mir überlege, wir hatten ja in TS3 die Strecke zu Dominiks Haus. Und ich sag, die waren gerade mal 1000 Blöcke lang. Und die fand ich schon krass. Und die hat wirklich lang gedauert. Und die haben wir ja damals mit Long Range Viaducts gemacht und haben gesagt, ja, ab der Strecke lohnt sich dann Long Range. Und ich glaube, wenn du uns damals gesagt hättest, yo, lass mal die Hütte von Dragonfly 14 Kilometer weit weg machen, dann... Und ich weiß, dass wir die damals, also dass ich damals, glaube ich, ab der Hälfte gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr und habe den Game Mode durchgeprügelt. Also auf jeden Fall das Ausgraben. Ob ich die Viaduct selber gecraftet habe, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Du müsstest jetzt gleich an der Strecke sein, wo die Hälfte ist. Also, das hier ist
echt nochmal eine Stufe kranker. Das ist eigentlich gar nicht mal. Es sind nur 72 km/h. Nur. Kannst ja ein Ausrechnen, wie lange wir brauchen. 72 Kilometer in der Stunde. Knapp eine Viertelstunde fährst du hier. Der fucking hell. So, du müsstest jetzt gleich da sein. Der Hälfte. War eine Festung gewesen? Oh, hier war eine Schlucht. Oha. Oha. Geil, es funktioniert. Alles klar, das ist absolut geil. Oh mein Gott. Das ist jetzt absolut Hypnose. Absolut, Bilder. Oh mein Gott, das hat echt funktioniert. Geil. Dazu kann ich jetzt die Frage, ob es diese Lampen noch gibt. Ja, dazu kann ich eine Geschichte erzählen. Die Lampen sind scheiße teuer. Also du brauchst für eine Lampe 2 Glowstone. Nee, Quatsch. Du brauchst für eine Lampe 4 Glowstone und 4 Farbe. Ich habe den kompletten gestrigen Nachmittag damit verbracht, Farbe zu suchen. Hast du, glaube ich, mitbekommen? Ja. Und ich habe den ganzen Nachmittag noch im Nether aufgehalten und habe mehrere tausend Glowstone farben müssen. Insgesamt sind 32 verschiedene farbige Lampen angeordnet. Von beiden Seiten fängst du an in einem weißen Flackerlicht, was dann übergeht in eine Spiralform der Regenbogenfarben. Die Mitte ist quasi Dauersonnenlicht und geht dann wieder in die Spirale über und endet im Flackerweißlicht. Ich habe das gestern bis 2:30 in der Nacht noch fertig gebaut, weil ich Angst habe, dass wenn ich morgens aufwache, ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Das war echt kompliziert. Denn ich musste ja sowohl Farbe schaffen, die leuchtet, als auch absolute Dunkelheit auf der anderen Seite. Deswegen ist da noch schwarzer Concrete. Ich hab so viel schwarzen Concrete craften müssen. Aber wie man gerade gesehen hat, es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Das sieht absolut geil aus. Bist du ewig unterwegs, um das zu sehen? Das ist dann echt rewarding am Ende. Ja, also es ist tatsächlich nicht ganz die Mitte. Es ist ein bisschen weiter hinter der Mitte, so knapp bei 8000 Blöcken. Das heißt, wenn du von mir zu der Pollution-Stelle fährst, kommt das später. Aber ich fand's halt ganz geil, das in die Mitte zu machen, weil du so ein bisschen das Gefühl hast, wie lang du eigentlich unterwegs bist noch. Weil wenn du an der Stelle bist, weißt du, dass du ungefähr nochmal die Zeit, die du gerade da drin verbracht hast, nochmal verbrauchst. Oha. Wir sind jetzt bei knapp 10.000 Blöcken. Ich habe tatsächlich Angst, was passiert, wenn wir gleich aussteigen. Der Server das überhaupt nicht checkt, wo wir sind, oder ob gar nicht. Ich glaube, der checkt das ganz gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht, aber bei mir ist es eigentlich perfekt, weil du lädst gerade alles vor. Ja, ich frage mich auch, ob es für den Server. Was ich mich frage, ist es für den Server angenehmer, wenn du auf der ganzen Strecke die Chunks laden würdest, Dauerladen. Also dass die immer geladen sind. Nee. Das schafft er nicht. Im Leben nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Was cool wäre? Es gibt ja diese, hatten wir letztes Jahr mit Railcraft. Dass du einen Zug vorher schickst, der die Chunks lädt. Und dann hinterher fährst. Ja. Das geht halt hier nicht. Was mich jetzt tatsächlich interessiert, wie spackt das rum, wenn wir jetzt, also eine Stadt auf der einen Seite ein und der andere auf der anderen. Boah. Das ist, glaube ich, der Tod.
Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn einer hier fährt und der andere macht irgendwas. Wir fahren ja gerade beide. Es ist ja nicht so, dass es einen jetzt nervt, weil er irgendwas craften will. Da sind wir jetzt bei 12.600 bin ich gerade. Du wirst ein bisschen weiter vor mir sein. Ich bin jetzt bei 12.800 gleich. Ja, okay. Du bist mal knapp 100 Blöcke vor mir. Bis 13.700, wie gesagt. Das sind jetzt die letzten 1.000 Blöcke, die wir hier fahren. Absolut krass. Ich frage also, mich halt, wie krank das aussieht und wie das im Hirn abgeht, wenn du die gesamte Strecke wie diesen Mittelteil machen würdest. Das kannst du nicht bezahlen. Also bei allem Respekt. Das, nein. Also, ich hätte ja schon niemals gedacht, dass du das jetzt hier durchziehst, aber... Jetzt ehrliche Frage, warum hättest du es nicht gedacht? Und ich bin da. Willkommen. Krass. Treten Sie ein. In. Setzen wir das Ding doch mal an. Das, meine Damen und Herren. Oh oh. Backt bei dir was? Nee. Komm mal hier raus, guck dir das mal an. Da oben. Bisschen ist schon da. Es sind knapp 1000 Carbonblöcke, die da hochgeprügelt werden noch. Okay. Oh. Ja, deswegen, man sollte hier drin bleiben und nicht rausgehen. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde sagen, Call this an absolute win. Sehen Sie in der nächsten Folge. Wenn es mal wieder eine gibt. Das waren 14.000 Blöcke Viaduct. In einem Viaduct. Ich glaube, das ist, glaube ich, die längste Viaduct-Strecke, die jemals gebaut wurde im Spiel. Also von irgendwem selbst gebaut wurde im Singleplayer. In unter einer Ever. Woche. In wie viele Tage habe ich das jetzt gebraucht? Heute ist Montag. Ich habe 4 Tage gebraucht, oder? Möglich, ja. 3 oder 4. Geil. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüssi.